Schockierende Nachricht aus Russland. Putin-Erzfeind Alexei Nawalny soll tot sein. Das zumindest behaupten russische Medien. Demnach soll der prominente Kreml-Kritiker in der Haft gestorben sein. Laut russischen Behörden sei er am Freitag bei einem Spaziergang in der Strafkolonie zusammengebrochen. Ein geplatztes Blutgerinnsel habe zu seinem Tod geführt. Seit 2021 saß Nawalny in russischer Haft. Der Vorwurf: Extremismus. Nawalny wurde international als politischer Gefangener eingestuft. Als Oppositioneller entging er 2020 knapp einem Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Novichok, für den der russische Inlandsgeheimdienst FSB verantwortlich gewesen sein soll. In Haft hat sich Nawalny immer wieder über Folter und schlechte Haftbedingungen beklagt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über den sich verschlechternden Gesundheitszustand Nawalnys. Im Januar 2023 hatten 290 russische Ärzte einen offenen Brief an Kreml-Chef Wladimir Putin geschrieben, in dem sie sich für eine Behandlung Nawalnys einsetzten. Die Mediziner forderten unter anderem, Ärzte zu dem bekannten Oppositionsführer vorzulassen, sowie ein Ende der Misshandlung von Alexei Nawalny.